Hi, liebe Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Fear of Survive Finale. Denn das wird der letzte Part sein von Fear of Survive. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Und dabei unterstützen tut uns Yoki. Hallo, Yoki. Hallo. So. Also, siehst du schon was? Also ich meine, du siehst schon... Ja, du läufst bei so einem Schild rum. Genau. Also, das ist der Weg zum Ei des Windfisches, in dem ruht der Windfisch, der sich diese ganze Insel ersonnen hat. Denn du kennst die Story ja nicht. Naja, du hast sie mir kurz erzählt. Ja, so. Ja, es ist ein riesiges Ei. Oh, du hörst das nicht. Das ist voll... Ich gebe dir hiermit die Aufgabe, wenn ich dieses Video hochlade, du musst dir wenigstens die Szene, die gleich kommt, anhören. Denn dieses Medley dieser ganzen Instrumente klingt, auch wenn es so ein altes Game ist, echt toll. Okay. Da gehe ich gleich auch voll ab. Achso, ich muss meine Flöte benutzen. Man bräuchte jetzt ein Video von dir, wie du so irgendwie Headbangst und da so. Einfach ich guck mal, ob ich eine Facecam dazu ankriege. Kurzen Moment. So, gut. Wurde doch nichts. Und jetzt mache ich mal die Ballade des Windfisches. Ah, ich freue mich. Da. Ich sehe Töne. Ich kann es bisher nur sehen, aber nicht hören. Das ist mein Highlight des Spiels. Hey. Es sah jedenfalls nach viel Musik aus. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Geh in das Ei. Ach, du fliegst gar nicht mehr weg. Du blinzelst mich nur böse an. Ich glaube, er guckt nur so. Ich glaube, er ist. Windfischei. Da. Ich bin im Ei am Wandern. Ja. Oh, war der schlecht. Oh, achso, das muss so sein, ja. Okay, ich dachte gerade, du bist wieder irgendwo reingefallen. Ja, ich bin wo reingefallen, aber es geht. Ja, also. Irgendwo, wo du. Rechts. Oben. Oben. Rechts. Jetzt müssen wir bereit sein für den letzten Kampf. Yay. Let's go! Mamma mia! Falls das war Mario. Wir sind das Produkt des alten Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hier für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Ja. Nö? Doch. Ich kann mal, was er sich zuerst verwandelt. Sieht aus, als ob er der Dango der Dunkelheit ist. Er ist der böse Dango, er ist der König aller Dangos. Big Fat Bad Dango. Ist der bösere Dango der Dunkelheit. Er sieht jetzt aber nicht mehr aus wie ein Dango. Er ist ein super Dango. Super Saiyan, danke. Was? Das ist wieder was anderes.
Sammlung aller bösen Gedanken, die alle Dangos der Welt gegen Link haben, weil er ihre Zahlen definiert hat. Okay, dann kann man es verstehen, dass die Gedanken so eine Form haben. Wenn er dieses Kreuzding schießt, dann kann ich ja nicht zurückwerfen. So, ich glaube, die Form ist jetzt auch. Was? Die Form ist immer noch besiegt? Nein, anscheinend nicht. Kannst du auch nicht ausweichen oder so? Doch, ich kann, aber ich hab's. Weißt du, wie viel Form das Ding hat? Du wirst das rausfinden. Ach. Eine Raupe. Die mich irgendwie an das Mandelbrotmännchen erinnert. Vermutlich wegen dieser Form, die es an den Seiten hat. So, nächste Form gleich. Ach, da, wie war der denn? Ach so. Musste ich umrennen, glaube ich. Weißt du, wie ganz stressig ich im Spiel habe, das ist echt ganz schön. Sagen, der fehlte doch eine Form. Ja, er macht die Augen auf. Okay, das sieht irgendwie böse aus. Ja, das ist auch vor allem diese Grafikfehler sind toll. Ach so, also das gehört nicht so. Nee, dass die Arme sich. Okay. Oh, ich habe hier so ohne den Trank zu benutzen. Ich hoffe, deine Herzchen werden immer weniger. Ich muss das auch kaufen. Richtig schlimm ist, wenn du den Typen nicht gefunden hast mit den Pfeilen. Du da bist. Das war beim ersten Durchspielen so. Ich hatte nur 30 Pfeile und bin davor nicht noch klar gekommen, weil ich die nicht kaputt gekriegt habe. Okay. Und dann warst du tot, oder wie? Die Insel löst sich auf, unsere Welt verschwindet. Unsere Welt, unsere Welt! Dieses Buchstaben kommt. Aber ich glaube, das ist dann eher nur so ein schwaches Bild. Du hast alle Albträume besiegt. Steige die Leiter nach oben. Komm! Du hast die Welt gerettet. Die Welt. Yay. Go, Charlie. Blub. Ja, wir übertreiben ein bisschen. Ja, etwas. So sieht sie ganz ähnlich aus, die Eule. Das hast du doch vorher schon. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, wenn es jemand schaffen kann, dann nur du, Fio. Alle Albträume sind besiegt. Tja. Als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu bewachen. Aber eines Tages drangen die Albträume in diese Welt ein und terrorisierten die Bewohner. Dann kamst du, Fio, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, deinen Mut und deine Weisheit. Triforce! Fio, nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch aufwachen. Auf Wiedersehen. Ich möchte mal kurz anmerken, wenn ich vorher was im Laden geklaut hätte, wie ich es schon mal gezeigt habe, würde jetzt anstelle 4 Uhr überall Dieb stehen. Deswegen wollte ich nichts klauen, weil ich finde das zu episch. Wal, da bläst er. Ich bin der Windfisch.
Lang war mein Schlaf. Im Traum ein Ei erschien. Mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Aber jeder Traum... Boah, ich dachte gerade, jetzt schmiert mir das Ding ab. Ich hab grad... Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolin verschwunden sein. In deinem Gedächtnis aber wird sie immer weiterleben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolin und denkst, es war gar kein Traum. Komm, Firu, lass uns gemeinsam aufwachen. Da-da-da. Spiele die 8 Instrumente, spiele das Lied des Erwachens. Und jetzt löst sich alles auf. Ich krieg grad so die Gänsehaut, Mann. Ich liebe den Schluss dieses Spiels. Alter, ey, es ist unglaublich. Ich hab das Spiel schon so oft durchgespielt und ich krieg immer wieder eine Gänsehaut. Das schaffen heutzutage die Spiele bei mir so wie nie. Ach, ich hätte euch noch was zeigen können. Ich glaube, das kann ich aber danach nicht mehr, weil ich es fertig gespeichert habe. Kacke. Doch, das kann ich noch zeigen. Ich habe gespeichert vom Windfischei. Gut. Ich hoffe, man muss das jetzt... Schaut euch die HD-Grafik, die zu der so alter Gameboy... Ja, es ist grafisch auf jeden Fall ein Unterschied zu dem Rest des Spiels. Ja, ohne Scheiß, das ist eigentlich... Ich glaube, das wird so verzögert, ja, wie im Video kommt, dass mich das jetzt schon wieder aufregt. Das auf jeden Fall. Das ist so toll gemacht, einfach nur. Weißt, ohne Text so ein Storytelling zu machen, das ist so geil. Tada. Da. Ich höre sie nicht mal. Einfach mal mit so einem, keine Ahnung, wie die Melodie geht, aber. Okay, danke, dass ihr mit. Also, ich bedanke mich, dass ihr diesem Projekt so lange treu geblieben seid. Ich werde gleich nochmal hinten dran hängen, was ich euch noch zeigen wollte. Es gibt noch eine Waffe, die wir noch nicht benutzt haben. Das zeige ich euch gleich noch eben. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr euch dieses Projekt angetan habt, obwohl die Qualität zwischendurch echt minderwertig war. Ich habe zwischendurch auch echt die Lust dran verloren, aber ich wollte es einfach durchziehen, weil ich dieses Spiel einfach toll finde. Die nächsten werden nicht mit Emulatoren kommen, sondern ich werde die richtigen Spiele spielen. Dafür habe ich extra mir jetzt einiges besorgt, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das richtig umsetzen kann. Auf jeden Fall danke, dass ihr mit mir zusammen das erste Virus Survive abgeschlossen habt. Und das ist The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben überlebt. Wir sind wieder aufgewacht. Und danke, ja, dass ihr halt dabei geblieben seid. Joko, danke dir, dass du mir die letzten Folgen, dass du mich unterstützt hast. Weil ich hätte wahrscheinlich alleine echt keinen Nerv gehabt und hätte erst ein paar Monaten fertiggestellt. Naja, als Info, so, wir haben jetzt 4 Folgen geschafft. Gut. Keine Ahnung. Ich weiß allerdings nicht, weshalb der Abspann so am Rumspacken ist. Ja. Ja, das war dein erstes Mal. Okay, danke. Oder? Hast dich gut geschlagen. Okay, gut. Also dir nochmal ein ganz großes Danke und danke an alle, die jetzt zuschauen und sich mein ganzes Gelaber bis jetzt angehört haben. Ich würde mich freuen, euch in einem weiteren Virus Survive zu sehen. Wir sind am Ende.
Und wie jetzt das Spiel uns schon sagt, wir sind am Ende. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich verabschiede mich und wir sind raus.